Ja, ich habe jetzt eine besondere Ehre. Ich bin gebeten worden vom Vorstand, Bundesvorstand vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, Heidi Lang mit der goldenen Ehrennadel auszuzeichnen. Also Heidi Lang ist seit 25 Jahren Mitglied im DBFK. Sie hat diese wunderbare Angewohnheit, die Schüler wirklich berufspolitisch mit auf den Weg zu nehmen und immer darüber zu informieren, was es Neues gibt und auch wirklich den Schülern ans Herz zu legen, sich wirklich berufspolitisch zu engagieren. Es muss nicht unbedingt der DBFK sein, aber ich versuche das natürlich mit unseren Studenten auch. Aber ich finde das total toll. Und sie war eben Gründungsmitglied der AG Pflegeforschung im Verband. Und sie hat im Grunde regelmäßig die Schüler mit Infopaketen unseres Verbandes beglückt und hat sich ganz aktiv in Berufspolitik, gerade besonders erst in Baden-Württemberg und später jetzt natürlich in Südwest eingemischt. Wir danken dir ganz herzlich dafür. Und ich habe was mitgebracht. Sehr gerührt von dieser Ehrung. Ich möchte mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, die mir, ja, die meine Wegbegleiter waren, sowohl in Kinästhetik auch als beim DBFK, die mich auch in meiner Entwicklung unterstützt haben. Und ich wünsche alle Menschen oder die sich engagieren, dass sie die richtigen Menschen begegnen. Also das hat mir sehr viel geholfen, den richtigen Menschen auch zu begegnen. Ja, für mich ist die Auszeichnung natürlich auch Motivation, mich weiter zu engagieren, auch wenn der Ruhestand davor steht, ja, und ja, auch in diesen Gedanken mich noch weiterzuentwickeln. Herzlichen Dank für diese große Ehrung. Applaus.